line in the deepest night, reaching out, grasping for a fleeting memory. All the thoughts keep piercing. Night, reaching out, grasping for a fleeting memory. All the thoughts keep piercing this broken mind. I fall, but I'm still standing motionless. There is light, a light that burns.
Und nach diesem wunderbaren, geilen Song wünsche ich euch allen da draußen einen wunderschönen, guten Abend da draußen. Ja, heute wieder mal Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain am Start. Und ich würde sagen, ohne großes Gelaber legen wir doch gleich rein. Da. Und ihr seht vielleicht, ich habe mein Greenscreen fast. Ganz so einfach das Ding hinzu. Ich bin zumindest nicht so überleuchtet wie gestern. Fast meines neutral. Aber irgendwie. Hier auch noch besser im Klima. Nö. Na, scheiß drauf. Im nächsten Part denn. Wie ist Dreh und Wende? Leute. Ah, sah im Intro. Moment mal, Leute. Hey, Reaper, grüß dich. Arm, by the way. Ja, ich bin hier gerade ein bisschen was am Einstellen. Warte mal, ich stelle zwar jetzt hier im Livestream einfach mal kurz ein. Eine Kackfalte da. Ruf denn da bitte einen Schatten? Ach, der Mikrofon schon, der wirft einen Schatten. Krass. Oh, den so, scheiß drauf. So, wie gesagt, ich wünsche euch da draußen einen wunderschönen guten Abend. Ja. Mir geht's wird eigentlich ganz okay. Und ja, um rechts habe ich noch diese eklige dunkle Falte. Warte mal. Ups. Aha. Ah, sieht doch gut aus. So. Naja. Denke ich mal, kann man so lassen. So. Jetzt nochmal einen wunderschönen guten. Ja. Offensichtlich habe ich jetzt die beste Konfiguration für meine Kamera gefunden. Hier? Ja. Ich habe zum Beispiel auch keinen Kantenflimmer mehr um mich rum. Ne? Also ich bin soweit glasklar. Ich habe eine neutrale Farbe. Und alles im allem würde ich meinen, ich bin noch nicht so überleuchtet, das passt eigentlich diesmal. Und wäre, wenn ich mich größer zoomen würde, ja, aber so eine mittleren, sehe ich doch schon echt gestochen scharf aus. Naja, was man bei der Webcam erwarten kann, und beim Bartschutz, nein, der wächst schon über den Mund, heilige Scheiße. Ja. Ah, ist doch schon besser aus, ne? Ja, ich sag, gib mir mal ein paar Minuten mehr mit dem Ding und dann krieg ich das gut berührt. So, haben wir. Bin ein bisschen zufrieden. Ach, heute ist ja Dienstag. LVB-Mission, ne? Da war ja was. Ah, ich habe hier neue Punkte bekommen, leider zu wenig. Ich hätte letztens 18.000 gehabt. Ja, ich glaube, ich hätte mehr FOBs raiden sollen. Naja, so jetzt scheiß drauf. Ja. Na,
Ja, Hard Reset, wunderbar. Cool, lange nicht mehr gehabt. Ah, das Video wieder bestes, Leute. Ich kann es wiederholen. Es läuft wieder alles perfekt. Nicht. Ja, eben gerade noch erwähnt gehabt, ganz gut, mittlerweile genervt. Oh nein, was soll's. Und wie läuft's bei dir? Über Zimmer. Guten Tag. Ich hoffe besser. Naja, wie gesagt, diese FOB-Mission hier, das ist nichts weiter, als dass du quasi, andere Bases überfallen kannst. Das wisst ihr ja vielleicht schon, weiß vielleicht schon eine oder andere. Und die werden immer, eine wöchentliche Season und einmal in der Woche am Dienstag wird der Server resettet und alles, was du erspielt hast, wird dann quasi in die Bewertung hier einfließen. Und dafür bekommst du Punkte. Diese Punkte kannst du einlösen für einen S-Typen, Soldaten, für Treibstoff und weiß ich nicht alles, ne? Dafür ist die Scheiße eigentlich da. Wenn wir schon mal hier sind, ich würde ganz gerne meine Basiserweiterung machen. Doch was fehlt? GMP. Kann man immer diese Punkte nicht GMP kaufen? Will er nicht. Schade. Gut, ich könnte jetzt irgendwelche Kräuter kaufen, die dann verhökern, aber nö. Gut. Dann eben nicht, kann man hier nennen. Okay, gerade ein bisschen Wasser von der eingelegten Schraube bekommen. Bleib wie so. Was machst du schon wieder, Mann? Warum tut man sowas? Ach, Rebuy. Warum? Unit dispatched. Wo man viel Kohle kriegen würde. Da. Komm, YOLO, Alter. Wie viel habe ich? 57% kriegen wir. Mal sehen. So. Vollpatschig, aber nicht dumm. So, haben wir die Mission soweit erfüllt? Jo. Ich sagen. Das ist auch viel, was man erfüllen kann mittlerweile, wa? Dann würde ich sagen, okay, ab in dem Missionslog rein. Außergewöhnliches. We need you to get back a film canister one of our informants hid in the field. He was working under my orders to investigate the extraordinaries that showed up in Cyprus. The man on fire and the floating boy that keeps showing up where they're not welcome. Apparently they were the subjects of some top secret research conducted by the Kremlin. Unfortunately, that meant our informant drew the attention of the KGB's Directorate S, and they took him out before we could make contact. The good news is he placed a report in a film canister and hid it somewhere in Spookmake Keep. Just before he died, he transmitted VI of the hiding place to us, but the data was cut off partway through. The image is far from clear, but it might provide the clue you need. We'll be analyzing the data further to try to clear it up, but for now, get to Spookmake Keep. The KGB have already dispatched a Spetsnaz squad to retrieve that film canister and cover the whole thing up. Boss, there's no time to waste. Head to Spook May Keep and use the VI as a clue to find and retrieve that target. Okay. Why was Sahelanthropus mobile? How are the man on fire and that kid connected to Skullface's plan? If we can just get that report, we can blow it all wide open.
Then we can shake off the last remnants of Skullface and the phantoms he left behind. Handy suchen, passiert mal öfter mal. Da muss ich meine Pässe rausgraben, mich selber anrufen. Das passiert mir sogar sehr oft. Naja, manchmal hat man so eine Tare. Ja, manchmal hat man so eine Tare, dass man so eine übelste Mastermind, alles läuft perfekt. Manchmal so eine Tare, wo sie 17 ist, wenn man Aufhalt geben. Das denkt so, what the fuck ist das mit mir, Mann? Extraordinary. Episode 38. Außergewöhnlich. Okay. Boss, retrieve the film canister our informant hid in Spookmate Keep before he died. It contains vital information on Skullface's plan. For now, our only clue is the garbled photograph the informant tried to send us before the end. We're working on analyzing the data, but there's no time to wait. Du musst lachen, aber ich hab's. Spetsnaz Squad is after the target as well. Boss, go to Spookmate Keep and use the VI to lead you to where the film canister is hidden. It is paramount you retrieve the target before the enemy does. Du wirst lachen, aber ich hab mal irgendwo gelesen gehabt, dass Männer tatsächlich ihre Tage auch bekommen können. Nicht mit Regelblutungen, aber mit schlechter Laune, Stimmungsschwankungen. Also auch Männer können manchmal, ja, mal einen Hormonwirrwarr haben. Ja, Jari liegt dabei sogar. Nein, ich hab die heute nicht. Ob das stimmt, keine Ahnung. Ah, es gibt mal gute und beschissene Tage. Bei guten Tagen habe ich gute Laune, bei beschissenen Tagen habe ich scheiß Laune, ne? Und damit brauche ich nicht meine Tage, es sind allgemein Tage, die mir auf den Sack gehen. Weil alles nur schief läuft, ne? Wenn es für morgen anfängt zu laufen, wenn du morgens den Wecker nicht klingeln hörst, ja, zu spät zur Schule, Arbeit etc. kommst, du nicht mal vorm Aufstehen Kaffee trinken kannst, denn deine Bahn noch verpasst, dein Arbeitgeber dich schon nur deine Schule nicht abbimmelt, wo du bleibst, du mehr Anschluss bekommst, denn auf Arbeit noch Stress bekommst, die Kunden unfreundlich sind, deine Kollegen scheiße sind. Ja, von solchen Tagen rede ich. Und dann zum Überdefizit zum Feierabend deine Arbeit nicht schaffst und das vom Chef dann heißt, ja, du musst eine Überstunde machen. Von solchen Tagen rede ich. Und dafür muss ich nicht meine männliche Periode haben. Ich glaube, es ist einfach nur Abfuck. Supplies requested. Ja, dafür müsste das Spiel nur einige Male. Weniger mehr Herausforderungsmissionen geben. Wie fällt's auf sie? Pizza lang, ne? Aber jetzt kommt einer, ne? Oh! Oh, oh, oh. Lost by disaster. Analysis complete. Analysis complete. Please select a drop point. Supplies requested. Das wollte ich mir nämlich bestellen, verdammt. Supply drop complete. Oh, 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 oh. Dann nennen wir es allgemeiner Alltag. Nennen wir es allgemeiner Alltag. Aber du vom Jammer und Gezeter hier, jetzt wird einfach ordentlich Metal gedattelt, Leute, ich sag's euch. Enemy presence detected. The map has been updated. Analysis complete. Und ich bin da fetten Blackweste rennt der da rum. Ich hab anders Flakweste, ich glaub schon, ne? Arrived at your destination.
Oh. Oh. Boss, we fully decrypted the VI data. Now the target's hiding place should be clear as day. Check your iDroid. Wow, das ist ja echt ein klares Ziel, Spiel. Danke dafür. Ich wusste ja nicht vor, dass es hier sein müsste. Blit! Oh, hört man hier auf Leute, ich sag's euch. Oh, hups! War das eine Ming-Vase? Wirst du nicht petzen, dass du was gesehen hast. Oh, scheiße, du wirst petzen, weil du ein Armlöcher bist mit einer Flakweste. In dein Gesicht. Okay. That's a serious injury. It won't heal on its own. You'll need to treat it with first aid. Ay, ay, ay. Oh, das war cool. Genau auf den passenden Moment gewartet, bis er eine Granate wirft. Da wusste ich, okay, die Animation wird zu langsam sein, dass das ausreichen könnte. Das hat gefunzt, Leute. So wollte ich das sehen. Ja, stimmt jetzt ein Heli auf der Pelle, ja? Wunderbar. Ich glaube nicht, dass der mich aus meiner Hotzone kommen lässt. Please supplies requested. Supply drop complete. Ja, gute Frage, keine Ahnung, wie ich ehrlich bin. Ob es so weit gibt. Ich meine, Dino einfach so krank sein. Aber warum ist denn Dino einfach so krank? Ne? Es gibt bestimmt so ein. Eieieiei. Es gibt bestimmt so eine verschiedene Krankheiten, die du mit einem Cheat erzeugen kannst, auf einem bestimmten Dino, aber warum will man das wollen? What? Wo kommt die denn her? Verstärkung? Nee.
Mann! So. Haben wir es jetzt endlich, ja? Meine Herren. Das war ja ein Gebot. Ach so. Krank im Sinne von OP oder was, ja? Ja, es gibt schon, wenn du Schieds, wo du einmal Level Boost machen kannst. Du kannst dir ja auch einen Dino Inset spawnen lassen, der schon geprägt ist und aber ich lustig, dass ich damals die Bienenkönige mir da schiedete, damals, falls ihr erinnern könnt. Weil es ja anders nicht ging, weil es ja verpackt als Fuck war. Und da war das ja auch so, da habe ich mir ja auch sogar schon eine gezähmte, geprägte Biene hätte spawnen können, oder mir generell Dinos spawnen können, die schon geprägt sind auf 100% und auch Endlevel haben und alles und ja. Aber. Ja, man würde es sehen, Alpha sein One hitten können, aber muss nur die Herausforderung was machen, ne? Exfiltrated Hot Zone. Ja, ist halt lustig, aber nicht nötig, ja klar. Ich meine, schlussendlich ist das Game ja quasi mehr oder weniger ein Sandbox-Game, insofern kann man ja sowieso als Einschaft mal will. Du kannst sowieso als Einschaft so willst, ne? Wenn du schon eine Server erstellst oder so, hast du ja Einstellmöglichkeiten ohne Ende, ne? Also deswegen, wenn jemand sagt, wie Luke ja auch gerne mal sagt, und ich auch gerne mal sage, wir spielen Vanilla, kann man gar nicht so definieren, weil was ist denn Arc? Arc Vanilla ist nicht nur rein Vanilla. Du kannst ja alles, was du einschätzt, ist Vanilla. Du hast ja keine Mod installiert oder so, ne? Insofern, als Standardeinstellung. So, ich bin gleich wieder natürlich, ich muss mal ganz dringend für kleine Jungs und dann würde ich sagen, geht es weiter. Bis gleich. So, da ist er wieder.
Ich habe bewusst die auch weitergeklebt, weil es sein kann, dass eventuell eine Cutscene danach kommt. Ist ja meistens der Fall, wenn die Mission einfach so abgebrochen wird nach Erfüllen. Deswegen, ja, aber die mal gucken. Ja. Ach, Miller's Burger schon wieder. Usbekisch. Wir holen unterbrochen irgendwelche A-Doppel-Plus-Typen und S-Typen. Meine Liste muss ja, unser Wasserbase muss ja voll mit S-Plus und A-Plus-Typen sein, ne, ganz ehrlich. Side Ops List updated. Boss, I've updated the mission list. We've received a new job offer. The details are on your iDroid. Willst du mich rollen oder so? Rollnetten. Wenn die Mission sie gar nicht. Marker placed. Den hier, hol mal hier einen Heli raus. Please support helicopter requested. Ja, habe ich jetzt auch mal gefragt. Aber ich glaube, es geht nicht, ne? Also würde meiner Meinung nach nicht viel Sinn machen, das zu können. Es geht tatsächlich? Boah, lol. Aus? Gott. Ich auch mal, okay. Ich wollte gerade Yari petzen, dass es geht. Krass. Alter, wie siehst du denn aus, Big Boss, Heilige? Ich würde sagen, ab zurück zur Motherbase. Hey, und einen wunderschönen guten Abend, Juna. Grüß dich. Na, was hüpft bei dir? Schick, schick, schick. Und war die Schuppitur erfolgreich? Alles bekommen, was du wolltest? Ach, krass, es geht.
Wir haben nämlich einige Tonbänder bekommen gehabt und wir können diese Tonbänder nutzen, mal ein bisschen hinterher zu laufen, ein bisschen mal zu quaddeln mit den Herrschaften da bei dieses Kassettenband da oder die Gespräche mal zu belauschen, was da geredet wurde. Und können dabei zeitgleich so ein bisschen, die Masse besser erkunden, ob es was Neues gibt. Gucken, was Quiet so macht, die kleine Pass, Huey, naja, die ganze Garage, ne? Aber first of all, erstmal duschen. Ah, okay. Wenn du mal quasi spazieren gegangen und so willst. Na, muss auch mal sehen. Keine Frage. Marker placed. Oh, hören wir mal die Kassetten rein, wa? We finished decoding the informant's report. That floating kid we've run into a few times now. Looks like he was a test subject in clinical experiments. The Soviets called him the third boy. The third boy was brought to a lab on the outskirts of Moscow from Czechoslovakia, after which he was due to be sent to a research center in Leningrad, then Siberia, and finally an academic town in Novosibirsk. It doesn't appear that the researchers witnessed the talents we've seen from him, but nevertheless, he was quite the popular subject. His latent cognitive abilities suddenly awoke en route to Moscow. According to the report, the third boy was easily influenced by other individuals' biofields, evil thoughts in particular. They affected his mind like a virus. Extreme anger or resentment, motives for revenge, in other words. Now, during the transport flight to Moscow, the boy was exposed to a powerful mental energy field coming from a certain individual. Ever since, being conscious of his powers, he's become a sort of energy generator. What's unique about him is the way his acute telepathic abilities get taken over by a person's will. The boy begins to physically parasitize individuals experiencing extreme anger and codify the host's desires. This includes amplifying the host's natural strengths. Or, in accordance with the host's desires, he can also implant program code in another individual, making them a puppet, essentially. Human neural synapses transmit weak electrical currents between neurons. These electrical currents, though at a level difficult to observe, warp the magnetic field outside the body. The third boy is able to pick up these weak fluctuations. Contrary to psychotronics, which involves controlling the human mind, his abilities as a receptor are too high. The emotions he picks up from another individual are amplified and unleashed into his body as they recur in his brain. They turn into microwaves, which then affect the physical world, triggering paranormal phenomena like the spontaneous combustion of organic matter or psychokinesis, moving an object without touching it. And one other thing. While he's parasitizing a host, the boy's ego gets shut away, allowing the will of the host to take control of his powers, like some annoying static drowning out your own voice. That means he isn't responsible for what's been happening. Somebody's extreme anger has manifested through the third boy's powers in ways none of us could have predicted, which would mean this was going on somewhere around us. Looking back on it, boah, das ist heftig. Also, wenn man mir erzählen, dass der kleine Junge von einem Parasiten befallen war, und wenn es Tatsache Psycho Mantis ist, hat Psycho Mantis Tatsache diesen Virus in sich gehabt, weshalb er Gedanken lesen konnte, das wäre ja mega, Alter. Ja, diesen Virus, diesen Parasiten meine ich. Was? The Costa Rican Sea. It is so beautiful. Costa Rica means rich coast. Please. Please, get them out of my country. Them? Huh? Who was I thinking of? It was... Yeah, yeah. And then I... No, that is not right. But I am an angel of peace. I am a student. Ah. I am so tired. I will just lie here a while.
Ach, Mann. Da kannst du fragen. Nee, fahren sie wieder nicht. Wird sicherlich eines Tages kommen, aber erstmal kurz zusammen. Überlebt hat neue Mädel, nö, wa? Nö. Okay. Marker placed. Nö, ist ein bisschen blöde Frage. You have arrived at your destination. Also, wir haben vor, mal zu heiraten, ja? Aber jetzt ist man nicht. Haben wir jetzt gerade andere Sorgen. Oder andere Erfreulichste, sag ich mal. Ah, wann das passieren wird. Oh, auf den Datum. Aber wenn es nie eine Frau gab, die ich heiraten würde wollen, ja, ist diejenige, die ist sehr gut, definitiv. Wie sie mal gesagt. Definitiv. Definitiv. Es wäre, glaube ich, naiv zu behaupten, dass wir beide ein Kind in die Welt setzen würden und die nicht die richtige wäre. Das wäre sehr naiv von mir gewesen. Bin uns ja vollkommen sicher beide. Ja genau, wäre ziemlich blöd, wenn es anders wäre. Aber ich kenne Personen, die genau das getan haben. Ne? Auch zum Beispiel einen guten Bekannten, der hat eine ständige On-Off-Beziehung mit seiner Dame gehabt. Und waren nie so richtig kompatibel füreinander. Das wusste er von Anfang an, trotzdem, ja, man ist halt so kennen und sich bei Personen trotzdem noch relativ oft nahe kommen und plötzlich ein Kind in die Welt gesetzt. Die Dame wollte nichts mehr von ihm wissen und er darf jetzt das Kind nicht mehr sehen, weil sie Gerüchte in die Welt gesetzt hat und es ist halt als Mann schwer, das einzuklagen. Und er kämpft ja schon seit Jahren um die Rechte. Und ja, darf von dem Kind nichts wissen, nichts erfahren und darf immer schön abblechen. Ganz, ganz grausiges Thema. Na klar, das ist die ganze. Hat? Viele Grüße von Juna. Grüße zurück. Jetzt hörst du mal. Ei, ei, ei! Ah! Ah! Wenn ich jetzt aussteige, bin ich tot. Wetten? Wow! Oh fuck, Alter. War echt knapp. Ja, ist passiert. Snake! Ja, ich glaub, ja, ich guck grad ihre Serie, wie ich's grad sehe. Und zwar Grey's Anatomy. Nicht zu erledigen. Nee, ist auch so ein übelstes Vorteil mit diesem neuen Licht. Erstmal deutlich bessere Qualität von der Kamera. Ich bin nicht überlichtet. Ich denke mal, das müssen wir mittlerweile sehen. Ich bin wesentlich klarer. Ja, hin und wieder mal
ganz oben rechts. Man, mein. Und ich habe quasi hier nochmal so ein Schatten. Mein Mikrofon. Da muss ich mal gucken, was ich da machen kann. Aber alles in allem muss ich sagen, ist das ein deutlicher Fortschritt. Ich bin deutlich klarer. Und auch farbrealistischer. Und was noch ein Vorteil ist für Yari auch, sie kann jetzt ganz entspannt drüben im Fernsehen gucken. Ich muss nicht das große obere Licht anmachen und hier nicht noch eine Lampe anmachen. Das Ding ist ja hier, der ganze Raum ist beleuchtet bis zum geht nicht mehr. Und Yari ist so ein Mensch, die mag eher so ein entspanntes Schubibu-Licht zum Schummern und Schlummern. Und das Doofe ist der ganzen Sache, wenn ich das voll keine Licht anknalle, hier können sie nicht richtig entspannen, was ich auch verstehen kann. Und da ich ja quasi Wohnzimmer streame und sie quasi nicht mal 5 Meter, nee, 3 Meter gegenüber sitzt, die Couch, ja, so für sie. Mit diesen Lampen hier oben brauche ich noch mich anleuchten, sie hat trotzdem eine dunkle Ecke da hinten. Ja. Das ist halt für jeden eine Situation, diese Lichter hier. Für den Stream, für meine Qualität und für ja. Sauber. Please select a landing zone. Landing zone confirmed. Roger. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. This is B-Quad. On station at LZ. Okay. Aha, da bin ich ja mal gespannt. Was hast du dir da wieder einfallen lassen? Eine Riesenfledermaus. Machen die Sinn? Naja, gut, gegen den einen Boss mit dem Affen, glaube ich, ist der gar nicht so, sind die gar nicht so verkehrt. Ich weiß nicht, wie viel Schaden so eine Fledermaus macht, aber ich glaube, sie macht weniger als ein Avataris, ne? Weiß ich jetzt ja gar nicht so. Please select a mission. Oh, da gibt's Kohle und Edelmetall. Oh. Komm rein da. Unit dispatched. Da gibt's auch ordentlich Kohle. Vom B-Typen, all in. Unit dispatched. Nochmal Treibstoff. Wir sind C-Typen, wir können nur sterben, scheiß drauf. Dispatched. So, denn Nebenmission, da haben wir noch was zu machen gehabt, wie ich gesehen habe. Mal, da bist du dann rausholen. Wunderbar. So, und diesmal gleich die Ausrüstung richtig ändern. Aber sind die auch gut, die Fledermäuse? Also auch effektiv oder sind die nur massengefährlich, in engen Räumen gefährlich? Machen die auch einen guten Damage oder? Aber ich muss zugeben, wir haben nie versucht, eine Fledermaus zu zähmen. Ah. Ach so! Ah, das ist also eine Abstimmung, die quasi die, wo die Community gefragt wird, was sie jetzt hier wünschen. Da gibt es verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Und das bei den meisten Boss wird dann von den Wedlern eingebracht quasi, oder wie? Ah, hör ich zum ersten Mal, krass.
Aber diese Fledermaus gibt es doch schon. In Höhlen. Oh, ist hier noch größer. Oh, eine Fledermaus fühle ich aber auch, ne? Oh, wo ist denn der die arme Seele, die wir retten sollen? Da oben. Wenn wir schon hier unterwegs sind. He's coming too. Roger that. Extraction arrived at Mother Base. Marker placed. Wollen wir schon mal die nächste Kiste anhören? Looking back on it, a lot of things make sense now. The man on fire, Sahelanthropus. They both came to life thanks to the third boy's powers. Everything has been happening through him as a catalyst. We first saw him in the hospital on Cyprus. The boy parasitizing the man on fire's desire for revenge gave him his new abilities in return. He next appeared at the Hamid Fighters Fort where the honeybee was hidden. There, the boy parasitized Skullface's vengeful mind. He controlled Sahelanthropus, making it do whatever Skullface wanted. Same goes for when we extracted Emmerich onto the chopper. When he appeared at the Devil's House in Central Africa, Skullface's will controlled the man on fire via the third boy's powers. Everything is clear up to this point. But even the informant couldn't pinpoint who the host was in the cave within Serac Power Plant. Sahelanthropus suddenly became active, then crushed not only the man on fire, but Skullface as well. Surely neither of them could have been the host. Who else was at that location and bore anger more extreme than either of them? Whose will was controlling Sahelanthropus? According to the report, emotions transmitted in children's brains affect the surrounding magnetic field more strongly. Cerebral nerves are covered with insulation called myelin sheaths to increase impulse speed. The reason for this leakage has to do with the fact that children's myelin sheaths are still developing. So, how many children do you remember being there? Children with a burning desire for revenge and bearing a grudge against you. I can think of only one. Eli. Eli. We don't know what kind of life he's had, but the resentment he's shown toward adults is nothing short of extraordinary. The third boy resonated with Eli's mind. And that means Eli bore the strongest animosity of all individuals within the boy's reception range, estimated to be a 3-mile radius, beating out even Vulcan and Skullface. The third boy has probably remained hooked on Eli's anger since. You remember at the Devil's House, the third boy showed an interest in Shivani? That must have been his ego making a rare appearance. Okay, hello. He may possess abilities far beyond anyone else in the world, but he's still a kid. Maybe them both being kids was enough to bring them together. And if so, maybe with Eli, he isn't feeding off him, but acting in symbiosis with him. So what kickstarted the third boy's powers? If we look at the location and time that his plane went down, we can make a pretty good guess. When the plane experienced the first anomaly, it gave an accurate report of its position to a control tower, due north of the Black Sea, 125 miles east of Kiev. Dead south in the Black Sea. Meine Güte, was ist los, ey? The plane's position was directly north of the hospital where you'd been asleep for 9 years. And this anomaly was reported at exactly the same time that you woke up. The plane was enveloped in flames on the inside.
The fuselage burnt to ash. There were no survivors. At least not publicly admitted. Your thoughts formed a synchronicity with the boy's psyche and were amplified inside his brain. That would have been more than enough to trigger his abilities. Your rage was like a big bang in his head, blowing the lid off his powers. The boy was then secretly moved to the lab outside of Moscow where Volgin was comatose. There, Volgin's thoughts resonated with the boy and he was awakened. Volgin became the man of the Meine Güte, ey. Hellbent on getting revenge on you. His instincts led him straight to you. Skullface knew Volgin from Operation Snake Ear, or perhaps from even before. Monitoring this pair of extraordinaries, he discovered the hospital and sent his assassin and XOF. Skullface was probably watching close by. Then, realizing how useful these two test subjects could be, he approached them. Reacting to Skullface's thirst for revenge, this time the boy let Skullface's will control Volgin. Volgin, at times driven by personal revenge, at times through Skullface's will, kept on moving, though his body was little more than dead meat. Perhaps there were moments where even your thoughts affected him as well. But without the boy's power, it was like the plug had been pulled from the socket. Everything was powered by anger, malice, revenge. This is how the end of the report sums things up. Both the third boy and the man on fire were originally test subjects of paranormal research for military applications. Like telekinetically controlling the leader of an enemy nation and making him launch a nuke. Or stopping the heart of someone on the wrong side of the Berlin Wall. Experimenting with latent human abilities. They were used as tools. The boy's only crime was being born with human gifts. But he was sacrificed on the altar of war. His life reduced to slavery under other people's wills. Turned into a living weapon with no will of his own. And eventually the only emotion he could feel must have been the desire to get revenge for the hand he'd been dealt. Boss, it's you that awakened the boy's powers. But there's more to it than that. I guess the anger emanating from you was something he could truly relate to. Das ist heftig. Echt krasse Aussagen. Hast du ein bisschen mehr mitbekommen von ihm? I finally had a decent draft of the lyrics, so I showed them to Professor Galvez first. She liked them. He said I had done a superb job capturing the sense of a young girl's troubled heart. There were one or two lines I thought needed brushing up. So although he said lyrics aren't my specialty at first, he gave me some advice. Everything he said made perfect sense. When I tried putting in his changes, they made the song feel deeper, more sincere. That is the professor for you. He always has the answer. With the lyrics finished, I was ready to show Miller. He does not often take things seriously, but all of a sudden, he was saying, Paz, you have the soul of an Enka songwriter. And I did not even listen to Enka all that much. Maybe I am pretty talented after all. But still, it took so much time to write the lyrics that there is hardly any time left to rehearse before Peace Day. The three of us rushed into the makeshift practice studio on Mother Base to see how we sounded together. Miller strummed away with a big smile on his face. I sang the main melody, and Professor Galvez improvised a backup melody. I know the professor is smart, but is there anything he cannot do? And Miller's guitar playing sounded a lot better now that he stopped singing. But I can hardly criticize his voice. I thought I had learned the song well enough listening to the tape as I wrote the lyrics, but I had trouble with the pitch and kept missing the rhythm. I have to practice, but there's almost no time left. It is just 3 days until Peace Day. Nur noch 3 Tage? I thought there were 3 days left before. Na ja, eben. I went and checked today's date with Miller and the professor. The date has not changed. It is the same day. Something is strange. Am I reliving the same day? Oh.
Ja, Mädel, merkst du, was nicht stimmt mit dir in deinem Kopf, wa? Oh, ich hab Belohnung erhalten, krass. Ach, der Hamburger. Hungry, old timer? Old timer. I do not get hungry. No. But you have a new hamburger? You guessed it. And this time we use lamb. Lamb. You're not a lamb kind of guy? A hamburger is made of beef. Whoever heard of a hamburger without beef? Yeah, but we gotta stay fresh, stand out from our competition. You're what? Just give it a try. If you say so. Boah, schön ASDF-Movie, Alter. Eigentlich ASDF, wie heißt das nochmal? ASM, wa? Not bad. ASR? Ah, wie sowas. But, I cannot call this a hamburger. I thought we were onto something this time. Maybe the problem is that it looks like a regular hamburger. Gotta think outside the box. Too much baggage if they come in expecting just another burger. Let's see, cotton candy? To make it look like a sheep? Yeah. Just a minute. You really think people would eat that? What is it you are planning? Are you using me? A taste tester? A one-man focus group? Well, actually, I've already started. I got a place called, Miller's Maxi Buns. You are kidding me. Well, to be honest, business hasn't been great. No one seems to like my, buns. The Ocelot said Diamond Dog's budget did not add up. But you don't mean to tell me. What? No, no, no. Our black budget's got it all covered. I'm not embezzling GMP or anything. Still, let's not say anything to Snake, okay? Very well. However... What? Kazuhira. It takes more than premium ingredients and a clever recipe to satisfy the palate. Okay. So what do we do? The palate seeks one thing. Chemical additives. Chemical additives. There is nothing mysterious or spiritual about good flavor. The tongue simply identifies specific amino acids, which the brain then recognizes as appealing. Analysis. Therefore, all that is needed is to chemically isolate those amino acids and incorporate them into your products. To be clear, I speak of flavor. The rest is irrelevant. That seems a little extreme. Do not forget that I am a scientist after all. And using science for the benefit of others is a joy. Subject on board. Leave the rest to us. Nature's blessing. Not everything can remain in its natural form. When we fall ill, we must be treated. Otherwise, that very nature could cost us our lives. Agriculture is one of nature's many blessings. But through that process, we damage the surrounding vegetation. Yeah. Whether it's a massive farm or a tiny field, we always leave our mark on the land. The same is true of parasites. That's the target. If tapeworms in the raw meat of another animal enter the human body, they roam around trying to find their usual habitat. Sometimes even eating away at the brain in their confusion. You gotta extract him. Looking through a scientific point of
subject on board. Leave the rest to us. Because it's also part of it. What is important is the balance. Yeah, you're right. Thanks, old timer. He's coming too. Roger that. I fooled myself into thinking people today wanted high quality, all natural goods. But my favorite burgers were never about that. What they want is something like the first burger I had in America when I went to meet my dad. A Frankenburger loaded with additives. That's the America I knew and loved. I'll be back in a jiffy, old timer. My next burger's gonna knock your socks off. Kazuhiro, wait. What is important is how we balance the. Quick, for a nugget, man. You gotta extract him. What kind of a dive did your old man take you to? He's coming too. Roger that. List updated. Extraction. Auf alle Fälle, ne? Auf alle Fälle, ne? Ich meine, ohne Scheiße, das sind geile Cutscenes, Alter. Also, nicht für geile Cutscenes, aber für geile Gespräche, Alter. Alter, Kazuhiro Miura betreibt neben der Mother Base einfach mal ein Restaurant. Und holt sich bei einem alten, weisen Wissenschaftler-Indianer Tipps, wie man den besten Burger zubereitet. What the fuck? Das ist so geil. Doch, muss jetzt wirklich auch erstmal kommen, ey. Das wird mir gutes Material sein. Wo denn? Ach da! Okay, gefunden. Okay. Please select a landing zone. Support helicopter requested. Ich hätte den Wagen auch eigentlich ausleihen können bis davor. Hätte ich mich teleportieren können, naja, scheiß drauf. Extraction arrived at Mother Base. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. This is B-Quad. Have arrived at LZ. We'll stand by. Teuer, ich sag's euch. Nee, 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 Motherbase können wir uns einfach leisten. Extraction arrived at Motherbase. Ist schon weiter wild, dann bauen wir in der Motherbase halt einfach weiter ein bisschen rum. Aber ich muss sagen, ich finde lustig, dass bisher nicht einmal angegriffen wurde. Zum Glück. Zum Glück, ich hoffe, das bleibt doch so. Aber bisher konnte ich echt hier Randale machen, ne? Bisher. Side-Ops List updated. Oh, immer schön ignoriert. Oh, dann noch eine Nebenquest. Und zwar hol die Motherbase-Daten raus. Schon wieder. Achso, ich hab die vorige Nachricht überlesen. Sorry, ihr habt noch eine gute Nachricht. Es gibt noch ein Wetter, großer Fleischfresser. Ah, nice. Gute Sache. Ach, und übrigens, ach Mensch, ich habe vollkommen vergessen, jemanden zu grüßen und meinen Dank auszusprechen. Und zwar wegen gestern nochmal nach Feierabend zum Stream. Habe ich durch Zufall gelesen gehabt, dass eine Meldung reinkam. Und zwar von Matthias657. Danke für dein Follow und sei gegrüßt. Ne? Mensch, habe ich vollkommen vergessen. Mensch, wie kann man das einfach vergessen? Normalerweise sind wir nicht zum Anfang des Streams, aber irgendwie ist es vollkommen. Ja, heute ist auch nicht mein Tag, wie gesagt. Enemy presence detected. The map has been updated.
So. Ah, du glaubst doch nicht mehr, dass ich hinkommen lasse, was, mein Freund? Guck mal her, hier. Ach, hier die Stelle, wo ich das mit Freud gekämpft habe, in einem ganz fairen Kampf. Was ist denn ein Problem, Junge? Meine Güte. Oh, dann ist jetzt sogar ein Panzer wie Fort Knox, ich glaub's ja. Meine Fresse, Junge. Jetzt haben wir ihn. Meine Güte. Analysis complete. So, dann würde ich sagen. Home sweet home. Jetzt unsere Land Extraction ausbauen. Ja. Nice. Commencing platform construction. Boah, 23 Stunden dauert das Ganze. Ui. Also morgen um 8 Uhr ist die Lachs fertig. Platz machen für Landezone. So, wunderbar. Hey, Kapu. Sei grüßt. Wunderschönen guten Abend. Na, alles klar? Enkelein. Oh, meine Begrüßung, ne? Hab ich auch nie gehabt. Na, alles klar? Ja, bei mir auch. Bisschen entspannt am Stream, dies, das, ne? Nur man kennt mich halt, ne? Wie immer. Ah, das ist cool, das ist cool. Sind die Welt auf alle Fälle. Battle Gear Universe hinein. Woher die Motherbase hinein? Na, ich will mal was gucken. Und zwar, ich habe das Gefühl, wenn ich diese Motherbase-Daten raushole, dass der eventuell ein Bild hat für Pars, damit sie sich erinnern kann, wer sie war. Und da sind dann weg diese ganzen Questen, kann man das Gefühl, dass ich jetzt mit Pars einen guten Fortschritt erzielen könnte. Weshalb ich jetzt mal zurückfliegen würde und mal gucken, ob ich ein neues Bild für sie habe. Ohne Scheiß, Relaxo, ich komme da wirklich nicht mehr raus. Ich bin so gern in diesem Universum. Ich habe auch echt Angst davor, dass das Spiel mal endet, ne? Wenn ich schon sehe, wenn ich starte, 60% schon da, guck mal, Tafel, ich denke mir so, oh, nee. Ich bin jetzt schon so an Metal Gear gewöhnt, das fast täglich zu spielen. Ich mache mir immer noch Laune am ersten Tag, ohne Scheiß. Lass mal duschen. Rückenschmerzen.
Wie ist das denn möglich? So jung wie du bist. Mann. Kommt doch mal mein Alter. Da bist du drücken, Schmerzen, sie kennen das. Oh, es scheint zu funktionieren. Oh, sie ist anders als vor. Ja. What is it, Snake? Wo ist denn der Bild mit Costa Rica? Ach, da. Bin mal gespannt. Chico, I wonder what he thinks of me. I have not seen him lately. Maybe he is angry. There is something I am hiding from Chico. Or I thought there was. It was. And then I... No, that is not right. But I am an angel of peace. I am a student. I'm sorry, Snake. My head hurts. Could you let me rest? Eieiei. Wenn sie wüsste, dass Chico nicht mehr am Leben ist, ey. Unhart. So, können wir da wieder abdüsen. Nö, das ist sogar ziemlich richtig, aber ich glaube, mein Jahreszahl hinter meinem Namen, die kann man, glaube ich, auch gut errechnen, wie alt ich bin. Ist ja kein Geheimnis. Genau, ich bin 93 Jahre alt. Gut gehalten. Ja, genau, da steht die 93, meine Jahreszahl. Wusste man nicht? Beeinleuchtend. Viele haben noch ihre Jahreszahl am Namen meistens. Weil sie meistens immer welche Zahlen angeben sollen, wissen nicht irgendwas. Ja, über Jahreszahl so. Battle Jesus. So, Zeit für die nächste Sidequest. Oh, da war was. Da war was. Eliminieren Sie die schwere Vertrieb, machen wir doch. Aber easy. Sehr gerne. Mit Panzer? Nee. Da schleiche ich mal jetzt ganz entspannt rein. Weil das sind doch sehr schwer gepanzerte Heinis, die da rumrennen. Und, na klar, ich könnte die mit dem Panzer ordentlich wegbomben, aber ich würde die ja gerne eskortieren. Also ich würde sie gerne eskortieren, nicht exekutieren. Ich will sie gerne mitnehmen. Weil meine Motherbase muss wachsen und gedeihen. Eine Gewalt hier beim Schild unterwegs, meine Güte. Kinder, das wird doch mal entspannt, Mensch. Nee, mein einer Nickname hat auch eigentlich keinen bestimmten Grund. Den anderen, der andere ist halt, ich habe ja auch noch einen Nickname bei YouTube. Ja, wie gesagt, das ist immer das, was ich meine. Da, also ich kann in den meisten Fällen Glück, dass Tape Master 93 nicht vergeben ist. Und Glück habe, dass da den Zugriff drauf habe. Mission ist markiert, Löwe. Aber das musst du Designer nehmen, oder? Marker placed. Aha.
Wo einfach den Weg hier lang fahren. Passt. Oder vielleicht cool, wenn man sich selber fiktive Namen ausdenkt. Ne? Ich hätte von außen Talent gehabt. Aber mittlerweile bin ich so eingerostet. Oh! Yo! Es ist. Gott, bist du so eine Rüstung? Heilige Scheiße, du bist sowas von rekrutiert. Alter Falter. Alter, der ist aber total orange. Euren Helm oder was? Enemy prison. Ich dir deine Faust ins Gesicht. Ich kann damit sehr schön. Hey, cool. Freut mich für euch. War das Kafu? Weil natürlich, weil Kafu noch was anderes zu tun hat, ne? Siehst. Analysis complete. Analysis complete. Oha. Ich eskaliere, Leute. Oh, ist süß. Oh, kommt rein, ich muss mal schnell kochen. Oh, es ist so putzig. Alles gut, ne? Weg, ne? Da kriegst du doch keinen Sack mit, oder? Dreh dich mal um da, komm. Dreh dich mal um da. Ich will dir mal ordentlich meinen Biotikarm mal schmecken lassen. Oha, jetzt geht's los. Mit Eskalation im Chat. Lol. Ich renne auch hier rum. Oh Mann. Oh, ich bin zwei Typen los und das ist ein Problem, was hier abgeht. Ich werde da schlimm. Ich bin noch weiter lang. Na, Kortenons, Leute. Nicht, dass andere Leute das nicht mehr als Scherz ahnten. Und wenn ihr euch schon beefen wollt, dann wenigstens mit einem Körper hinter einem. Weiß man zumindest, dass es Spaß. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, ey, es gibt's. Ah.
Kennt ihr euch irgendwie privat oder so? Alter. Ich bin gerade verwirrt, aus dem Chat abgeht. Ah, okay. Lassen die Spinner mal den glauben, dass ich da bin. Dann gehe ich mal andersrum lang. Rotbrille auf oder so? Nee. Ich konnte nämlich nicht sehen, was ist denn da los? Jo. Du bist doch eigentlich nur freiwillig, ne? Ich dachte, der Triebwerkgerät würde nochmal funktionieren. Damn it. Talk to me. Snake! Snake! Na, habt euch lieb, Kinder. Wie gesagt, wenn ihr euch schon beefen wollt, dann klatscht aber Jesus den Körper hinter, das ist auch jeder weiß, dass es auch Spaß gemeint ist. Wenn nicht und hier gebeeft wird, dann... Alter, was da ist los, Mann? Ach, ich habe ja, es nervt doch langsam hier. Sonst gibt's da eine stille Treppe, weil... Like I said before, only good vibes in meinen Regeln. Naja, ich beef mit Mods im Privatchat. Und ja, ich verstehe Sarkasmus, das Problem an der Sache ist. Ich sehe nicht hinterm Chat, was dem ernst gemeint sein könnte oder nicht. Deswegen. Analysis complete. Analysis complete. Esel, Alter! Auf den Arsch! Ja, gut. Kann schon sein, aber ich weiß nicht, ob es andere im Chat auch so wissen. Ich nehme an, Kaffee wird auch einen relativ guten Human. Humanen Humor haben. Dann nehmen wir es so. Erstmal Sarkasmus gut abkann, aber. Wenn man sarkastisch sein kann, was ich vom ersten Eindruck erlebe. Trotzdem war nicht verkehrt, da Kappa zu klatschen, weil es gibt genug Leute, die meinen, hier im Tankmaster Stream läuft hier nur Stress, biefen sich hier laufen weg und bleigen sich hier, keine Ordnung, Respektlosigkeit und so, ich mich hier sonst wie, bla bla bla. Und da kann der Streamer tatsächlich dafür schon eine Wand kriegen dafür.
Klingt lächerlich, aber es wurden tatsächlich einige große Flieger, Tatsache schon wegen so Kleinigkeiten. Ja. Ein paar Stunden mache ich die gebannt. Deswegen, wenn sowas ist, den Kappern knallen. Wenigstens einmal, besser ja jeder. Wie gesagt, Reaper, ich kenne mich mittlerweile gut genug, dass ich weiß, okay, das ist für Spaß gemeint. Ah, das ist für die anderen, ne? Warum dreht sich die beiden Handels nicht um? Warum guckt er meine Richtung, als ob er mich sehen würde, der Affe? Was ist denn los mit dem? Junge, jetzt dreh dich da um! Und tschüss. Was mich stört ist, dass diese Typen mangelt die normalen Typen halt rumeiern hier. Also wie zur Hölle soll ich da irgendwie an irgendjemanden rankommen? Die gucken sich nur die ganze Zeit gegenseitig an. Das würde ich euch gut schon wollen, was zur Hölle? Mit der scheiß Kackflinte. Was soll ich denn machen? Ich kann nichts machen, Leute. Ja, bitte, Big Quad. Mach die mal platt da hinten. Ja, lief doch. Nee, lief doch eigentlich recht gut. Oh, Peacock konnten wir die Sache einigermaßen regeln. Dann würde ich sagen. Please select a landing zone. Landing zone. Roger.
Home sweet home. Und und Esel mit Box, der Arme. Peter! Snake, du alter Tierquäler. Extraction arrived at Mother Base. Wieso kann man das? Warum kann man so wahllos in die Wildnis herumherrennen und einen Esel in die Fresse mit einer Metallfaust? Warum? Warum geht sowas? Oh, das ist dumm, ey. Und einsteigen hier. Lustiger Dude, muss ich auch sagen. Ja, gestern auch, der ganze Weile dabei gewesen im Stream war und gleich das Herz geschlossen, ne? Extraction arrived at Mother Base. Ach, generell muss ich sagen, die Leute von Loki hier, ja, klasse Typen, ne? Also, den ich ja bisher kennenlernen konnte, auch bei Ark, der im Chat geschrieben hat, mega sympathische Dude, ne? Also, vollkommen coole Leute. Und das Schlimme ist, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich habe bei Ark gesagt, ich hätte mir all die Leute, die reingeschaltet haben, bei Twitch selber aktiv sind, am Stream sind und so, ich würde mir tatsächlich mal ihre Kanäle anschauen und so, ne? Komm dazu nicht. Ich habe privat so viel um die Ohren. Schlimm. Ihr müsst euch vorstellen, zu dem Zeitpunkt, als ich mein PC angemacht habe heute, um 17.30 Uhr, um den Stream zu starten, bin ich jetzt auch erst nach Hause gekommen. Also, derzeit so heftig. Ich muss mich versprechen, nicht einlösen. Dieser Druck, ich sag's euch. Dieser Druck. Ich will gar keinen machen, aber trotzdem hat man diese Verantwortung, die man hat, weißt du? Richtig reinzugucken. Ich bin ein Mensch, der das Versprechen immer hält. Ich muss es bisher nicht einlösen, weil, wie gesagt, die Zeit mir so hart fehlt, das ist unnormal. Ich sag mal so, Eigenwerbung ist so weit, steht zwar nicht in den AGBs drin bei mir, aber es ist so weit verankert, dass Leute, die ich sympathisch finde und in Ordnung finde, auch ruhig Eigenwerbung machen können. Solange sie sich nicht nur an meinem Kanal bereichern, das ist vollkommen legit. Also solange nicht alle 5 Minuten reingepostet wird, ey yo, kipp mal mein Profil rein und so, ne, ist alles in Ordnung. Also, Eigenwerbung, meinst du damit, dass du selber mal streamen wolltest? Ich glaube, du wolltest doch mal selber streamen, wa? Reaper? Du Erinnerung hab. Nee, mit Eigenwerbung meine ich, dass jetzt kommen welche random Dudes rein, die noch nie meinen Kanal gesehen haben. Scheiß auf den Streamer hier, guck mal, mein Kanal rüber, ist viel geiler. Wenn sowas kommt, würde ich sofort instant wegbannen. Aber ich niemand kriegt mich da instant wegbannen. Das ist zum Beispiel so eine Werbung, meine ich zum Beispiel. Oder wenn jemand, sag ich mal, wenn ich jetzt, sag ich mal, eine größere Twitch-Position hätte, ja, und vielleicht sogar ein paar Firmenverträge hätte und ich Werbung mache. Wie letztens hier, Beispiel, hat der Lokia Werbung gemacht gehabt für den einen Minigolf-Club. Und ich mir vorstelle, dass ich jetzt zum Beispiel gesagt hätte, ey, scheiß auf den Minigolf-Club, ich kenne viel geileren und erwähne den denn, während er gerade seine Werbesprache macht. Das wäre ein No-Go, wo ich sofort sagen würde, ey, wegband, ne. Sowas wäre zum Beispiel nicht gegangen, ne?
das meine ich damit mit Eigenwerbung, ne? Ich bin dazu glücklich in den, ich bin zu glücklich in der Lage, dass ich jetzt, sag ich mal, Geld mit verdiene in meinem Stream hier. Weshalb ich auch kein Werbepartner habe, gar nichts. Also ich kann auch frei offen reden über alles. Das geht. Da bin ich vertraglich gebunden, Gott sei Dank. Ich war bei Twitch, ja, da ich auch kein Affiliate habe. Insofern alles easy. Oh, mach das. Mach das, Reaper. Aber wenn du das machen solltest, sollst du mir rechtzeitig Bescheid. Ich will auf alle Fälle reinschauen. Alles klar, mach das, ne? Bis gleich. Oh, willkommen zurück, Kapu. So. So, Nebenmission haben wir keine mehr. Es wurde nach meiner Person verlangt. immer doch. So, Treibstoff. Oh, aber den hier. Auf Zar? Mit Zar ist aber zu tun. Aber Zar ist schon lange nicht mehr dabei. Irgendwie Zar guckt auch eher seltener Metal Gear. Mag ja Metal Gear nicht so. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Wie wirft nichts Geld ab? Das nervt mich wie gerade ein bisschen. Ach, das wirft. Das schmeißt ordentlich Kohle ab. Machen wir das hier. Unit dispatched. So. Oh, Basiseinrichtung. Was würde mir fehlen für das nächste Teil? Mal schauen. Ich glaube Kohle natürlich. Aber nicht nur Kohle, wa? Wir machen jetzt an allem. Eieiei. Hauptsächlich Geld, ja, aber. Boah, nee, Alter, nee. Okay, machen wir mal eine Hauptquest, ne? Zeit ist dafür noch, ja, easy. Machen wir eine Hauptquest. Select a mission. Proxy War. Hey Loki, grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Na, es klappt dir. Schönen Feierabend, by the way. Und danke für die Werbung. Another East-West proxy war with the communist MPLA on one side and the capitalist-funded CFA on the other. An endless seesaw of blood and violence played out in the hands of the superpowers. I had my doubts at first, but I think we should take this job. Skullface is gone, but Cypher still remains. Competition with rival PFs will only get more intense. For us to survive, we need to expand our organization and get strong enough that no one can threaten us. So our only option is to fight and grow. And fight and grow. Mission accepted. Heading to Central Africa. So. Loki, fällt dir was an mir auf? Sehe ich nicht wunderbar aus? Mit einer klaren, realistischen Farbe, kein Geflacker um mich rum und scharf. Wie und je. Also, okay, das klang jetzt echt komisch. You know what I mean, I guess. Und endlich mal nicht extrem erleuchtet. Ja, stimmt. Ich habe die Lampen jetzt ein bisschen nach hinten geschoben. Zum Glück sind die Köpfe der Lampen so gut flexibel. Eins, was mich noch ein bisschen stört, ist, wenn ich mich drehe. Und das hier beispielsweise. Ja, da ist noch ein bisschen. Vom Sender hier, vom Mikrofon, das sieht man sogar. Und hier oben rechts manchmal. Willst du noch ein bisschen? Your job is to wipe them out. Listen to the tape for the contract details. Just be aware that the column's commander served with 5 Commando and later made a name for himself in South Africa's 32 Battalion. He's a hardened veteran, so don't take it lightly. Boss, I have a report from the intel team. The targets are now on the move. I've sent their predicted route to your iDroid. Check your map.
Leder. Jetzt habt ihr euch wieder lieb. So will ich sehen. So die anders. Nee, ran. Oh, scheiße, ich muss die Mission nochmal neu machen. Ah, fuck. Nee, mein Telefon hat gerade geklingelt, nicht wundern, Leute. Da war gerade eine 0800er Nummer, da gehe ich nicht ran. Aus. Gerade eine 0800er Nummer. CFA are assembling an armored column to the north of Nova Braga Airport. Verdammt, was mache ich denn hier? Ey Leute, ich blick hier nicht mehr. Titelmenü, ja. Ich will die Mission abbrechen, muss ich nicht abbrechen. Was ist da los? Ja, warte mal, was ist Leute? Ich muss mich das jetzt mal stumm schalten. Aber ich muss kurz was trinken und bin gleich wieder da, Leute. Bis gleich.
So, da ist er wieder. So. Zugebrannt. Ist auch sehr nett. CFA are assembling an armored car. Ey, dass man nicht automatisch zurück. Wenn ich sage, zum Titelmenü zurückkehren, dass sie nicht automatisch gleich zurück. So ein Schwachfug, ich sag's euch. Wieder so ein Schwachfug. Und auch jetzt endlich mal, ja. Sehr schön. Oh, Missionsliste. Mission accepted. Läuft nur eins. Schöner alter rosa Panzer. So. So. Scheppern musstet. Sag ich euch. Scheppern. Ja, der Bot kündigt mich immer zu spät an. Der kündigt mich erst dann an, wenn ich schon längst online bin. Und schon am Stream bin. Ja, 10 Minuten später an. Online bin, das ist doof. Deswegen sage ich es immer schon vorher. Plus der Bot wird wirklich genug Zeit haben, da reinzukommen. Ne? Deswegen. Just be aware that the column's commander served with 5 Commando and later made a name for himself in South Africa's 32 Battalion. He's a hardened veteran, so don't take him lightly. Boss, I have a report from the intel team. The targets are now on the move. I sent their predicted route to your iDroid. Check your map. Ja, du hast reingefolgt. Das habe ich ja eine Benachrichtigung bekommen. Und genau das, Leute, würde ich euch auch raten, ne? Wenn ihr mich verpassen wollt in Zukunft, ganz dringend ein Follow da lassen, ja. Ich bin ein relativ regelmäßiger Streamer. Könnte in dieser Zeit nicht regelmäßig werden, ja. Ich werde nämlich Papa und ich denke mal, das ist vollkommen nachvollziehbar. Aber ich werde euch nie vergessen, ihr werdet auch mich nie vergessen. Dafür bin ich viel zu präsent auch im Nachhinein. Wird halt ein bisschen weniger. Aber ich werde nicht von der Bildfläche verschwinden, versprochen. Also wir werden jetzt nochmal zu kurzen Pausen kommen. Guck mal hier, schön wird auf Tanks like, Alter. Oh, ich will mich anschleichen, verdammte Scheiße. Ich brauche einen Raketenwerfer offensichtlich und diese Panzer sind sehr aggressiv. Oha, hast ja richtig Bock. Der ist schon so vor bei Reaper, wenn er schon erfolgt. Wann kommt der endlich? Wann kommt er? Ja, er ist da. Ich stelle mir so richtig vor. Das ist ja echt cute, ohne Scheiß. Aber ey, wenn man so auf mich reagiert, habe ich alles richtig gemacht. Ich habe alles richtig gemacht, ne? Oh Mann. CFA are assembling an armored column to the
Ja, aber es ist auf alle Fälle sehr, wie ich sagen. Ah, es erfüllt mich wirklich mit Freude. Ne? Ich hab damals immer schon erwähnt, ja, wenn ich auch nur einen einzigen da draußen vor euch unterhalte, ja, dann habe ich alles richtig gemacht. Was, warst du schon wieder weg? Oh, Kakao ist fein. Oh, ist geil. Ja, machen wir was anderes heute. Panzer ist aber schon hart am Dampfen, du. Warte mal. Wird hier nicht raus hier. Ab dafür. Und gleich den nächsten bestellt. Police supplies requested. Ein Fahrzeug oder mehrere? Einsteigen hier. Wieder zu U-Turn. Ich schwimme doch kein Gleich hier, ne? Brauche ich mal voll gut Munition, ne? So gut bin ich. So that shit. Das ist mal auch ein Arsch, oder? Ah, wunderbar. So, FF zum nächsten. Hast du aber Glück gehabt. Das sind tatsächlich ganz, ganz billige Netto-Leuchten, tatsächlich, die gerade im Angebot sind. Von TV Max oder so. Ganz, ganz billige Teile, aber haben genau das, was ich brauche. Eigentlich genau das Licht. Besseres wäre natürlich 5500 K Licht. Aber Tageslicht geht auch. Und
Eine Lampe kostet 10 und ich habe mir zwei Lampen aufgestellt. Diagonal ausgerichtet. Ja. Boys, kommt dein Karkelian. Oh. Ah, ich bin so ein übelster Fan von Nougat, ne? Ich da aus dem Sack. Ich habe auch keine Erhöhung. Doch da, runter. Oh Scheiße, er lebt noch. Was wollt ihr jetzt so? Eieiei. Ja, das war Heavy Damage. Keine Frage. Eieiei. Oh, da vorne ist eine Treibstoffressource. Die möchte ich mir auch gönnen, ne? Oh, Weißschuki ist auch geil, ja. Aber Weißschuki nur so das Feinste vom Feinsten. Wenn wir mir nur oder mit Schokolade checkt, ich bin da. Boah, bin ich mega hyped, ne? Aber ich muss sagen, egal wie sehr ich den ganzen Kram mag, aber ich bin tatsächlich eher so der Chipsfresser, ne? Also ich bin tatsächlich eher so der Typ, der lieber eine Packung Chips futtert. Der hat sich doch Schoki geholt. Nee, komm, ich zieh mich zurück, scheiß drauf. Und das regt mich immer auf, weil zur Weihnachtszeit, zum Geburtstag, zu Ostern, was bekommt man mal geschenkt von irgendwelchen Leuten? Süßigkeiten. Und ich, vielleicht bin ich falsch, ich esse immer was Süßes, aber ich bin Tatsache eher der Salzfutterer. Und ich finde es so schade, dass nie einer mal eine Packung Schokolade, einfach eine Packung Schnips hier vorbeibringt, ja, zu Weihnachten oder so. Ne? Würde ich viel geiler finden. Kann ich machen? Noch was zu den Lampen erwähnt. Wie gesagt, haben 6500er Wärmebild, also Tageslicht, und sind betreibbar über USB. Sind Standlampen mit einem relativ langen Hals. Und wenn du eine Fläche hast, über den Monitor kannst du gut abstellen. Du kannst sie halt beliebig nach Richtungen drehen und so. Und wie gesagt, ich muss sagen, das Bild ist wirklich phänomenal gut. Ja, ich hätte nie gedacht, dass ein Greenscreen das Licht beim Greenscreen so viel ausmacht. Ne? Aber erstmal, Zimmerlampe reicht doch, fertig ist doch das Grün. Nee, Licht ist verdammt wichtig. Wegen Greenscreen. Immer werde ich bestimmt mal eine richtige Streamlampe holen. Den richtigen Lichtwert, aber erstmal reicht. Ist bei weitem besser als vorher, ne? Und der Vorteil ist wirklich halt, ne, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, ja, ich sitze in ihrem Wohnzimmer, sie guckt Fernsehen, ich streame hier und ich muss nicht mehr das große grelle Licht da machen und sie würde sich hier so unwohl fühlen mit diesem grellen Licht. Ich habe die Lampen direkt in meine Fresse leuchten. Ich muss sagen, das Licht ist auch recht angenehm, ne? Das blendet mich auch kaum. Insofern, und es macht sogar wach.
Also ich muss sagen, wirklich seit gestern, wo ich mit diesen Lampen streame, die machen wirklich wach, ne? Heißt nicht Lampen. Also. Auflösung, ja, das sind 4:3 Auflösungen gehabt und keine 16:9 vermutlich. Schätze ich mal. Weil nämlich genau diese Option hatte nämlich mein das war nämlich mein Fehler damals auch gewesen. Boss, as we suspected, the mastermind behind the kids' escape was Eli. Das war doch klar, der war. But apparently he'd been plotting an armed uprising against us. He could be hiding something else too. Ocelot's gonna press him for answers. Get back here as quick as you can. Ich muss die Lampen doch vielleicht bisschen. Ja, warte mal. Machen wir das testen. Jetzt bin ich schon so überstrahlt. Ja, es ist halt schwierig, echt die perfekte Sache zu finden, aber ja, es war ja zu hell gewesen. Aber auch so, wenn ich mich näher ranzoome, ne, also ich bin auch wirklich, ich habe kaum diese kubbigen Ränder um mich rum, ja, leicht, aber wirklich nur minimal. Ich finde, das geht eigentlich, ne, also ich möchte auch wirklich im Fullscreen reinknallen, relativ scharf. Aber man sieht halt wirklich diese Schattierung, halt, wenn ich jetzt gerade Fullscreen mache, das siehst du halt wirklich sehr extrem, ne. Da muss ich was einfallen lassen, diese... noch zu betten, oder ich muss da wirklich noch einen anderen Filter reinknallen, aber so groben und ganz sieht das schon mal recht ordentlich aus. Hier verschwinden lassen, passt das schon. Dann fällt es eigentlich gar nicht mehr auf. So, verhalten sie, wenn mein Arm wieder ist, so. Ein bisschen gigi in die Spielerei, ne? Kann halt wichtig sein, muss aber. Boah. Foltert jetzt Eli oder was? I told you, your father's not here. They're back. Yes, they're back. But don't get any bright ideas. Your quarters are under full surveillance. Erinnert mich sogar Vater, Alter. Privileges have been suspended. No more uprisings for you. Did you really think it would be that easy, Commander? You'll get your boys back. See the boss too. But first, I need to know what you sent them to do. They wanted to leave. To their homelands. They wanted to go home. That's all. So they were just homesick then? Not quite. Military warlords, PFs. The armies that murdered their families. Cousins, brothers, parents. They all had someone they wanted to kill. What the fuck? I told them. Last chance to face the world with no regrets. Last chance. You better be ready for your drag back here. Ready to face the world as enemies. No! Also der kleine Pissbengel wieder. Na, der Landtrappers. Wir hätten jetzt der Landtrappers aktiviert. Die kleine Drecksau. Ich hab's gewusst, bin ich zum Motherbase, aber nein, warum wollt ihr nicht auf mich hören? I'm not like you. Goodbye, Father. I don't need you anymore. Thank you.
Oh nein, nicht gut, Leute. Gar nicht gut. Was Ralph really an accident? Or did Eli just rig it to stir up the boys? Either way, he had to have been planning for this all along. Bidding farewell to the world. Ach du Scheiße. Ja, dann ist wohl klar, wer Eli ist, ne? Mich auf den Father nennt. Ich meine, es war zu klar zu sehen, ne? Aber es ist wirklich die Frage, steht Liquid wirklich unter der Beeinflussung von dem Kleinen? Der Verdacht steht da dem nahe. Oder steht da immer von dem Kleinen Beeinflussung nahe? Wir wissen ja, dass Liquid ja böse wurde. Boss, we're looking for the kids in Sahel Ambergris, but there's still no sign of them. We don't know if the chopper pilot is alive either. What have we gone and put in the hands of those kids? We don't know how bad this is until we find them. Also, regarding our concerns about Eli, I finished looking into whether or not he's a product of that project. I have an answer. I put it on tape. Give it a listen. Oh, 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 gleich mal reinhören, ob er wirklich mein Bengel ist. Boss, I've updated the mission list. We've received some new job offers. The details are on your iDroid. Boss, we've got the results of Eli's genetic tests. We can finally put this worry behind us. We used the PCR technique and conducted DNA fingerprinting of the copied DNA sequences. Neither is mainstream science yet, but the concepts and procedures are sound. Oha. Both tests say there is 0% chance that the two of you are blood relatives. Meaning the results are negative. He's not your son, nor is he your clone. He's just another person. It was 12 years ago that Zero made plans to clone you. Eli's age and appearance certainly are a good fit. I admit the first time I saw him, I did a double take. But it looks like we were worried for nothing. Eli isn't your clone. But you might still have one somewhere out there. But if Eli isn't the boss's clone, why does he seem so obsessed with him? Not to mention having one hell of an attitude for his age. I don't know. Learning the truth about himself, cursing the fact he's a clone, bearing a grudge against selfish adults, and coming to hate who he was cloned from. Big Boss, if that were really the case, I could understand it. I might even feel a bit sorry for him. But no clone could have a totally different DNA fingerprint. And the test left no room for error. You yourself were there when we drew Eli's blood sample. Come to think of it, when we went to OKB-0, he'd snuck onto a chopper and was there. Yeah. He was acting strange even then. Or actually from a little before that time. That was exactly when we began these tests. Maybe he suspected something when we drew the sample, not knowing what we were doing to him, and becoming mistrustful of us. Hard to say. Eli's had an attitude problem from day one. Welcome back. So what is he then? Well, if he's gonna tell us that himself, we'll need to get him to open up more first. Ich habe ja eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung, die lasse ich immer noch bei mir. Refereeing. He said, we have forsaken our countries and become one with the earth. It is good being here together with everyone, you know? It was. And then I... No, that is not right. But I am an angel of peace. I am a student. I am so tired. I will just lie here a while. Ay, 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 ay.
Muss sagen, ich bin gerade ein bisschen baff, ne? Ich stell dir mal vor, Lakewood hat von Anfang an unter den Einfluss von diesem kleinen Jungen, also vermutlich Mantis, gestanden. Ey, das wäre so krass. Das wäre so heftig. Please select a landing zone. Landing zone. Roger. Dann wäre Lakewood vielleicht nie böse geworden, ne? Das wäre er nie böse gewesen, ne? So heftig. Wo ist Quiet? Oh, Quiet ist hier unten immer noch. Aber mit der wirst du nicht agieren können. Liegt hier immer noch rum und hat ihre Brüste halb entblößt und alles, keine Ahnung. Und nebenbei läuft die Musik von Metal Gear 3, heftig. Ja, die rennt hier so rum, halb nackt halt, naja. Ja, war aber nochmal auf Base, ne? So. Das ist auch geil, Kafu. Gott. Wenn ich immer erklären, was ich mir erzählen wollte, was ich alles für Scheiße gebaut habe, mein Gott. Nichts Weltdramatisches. Blödsinn habe ich viel gebaut, aber ich habe niemanden wirklich damit geschadet. Höchstens mir selbst, ha. Aber das nur ein andermal. Wenn ich mal so eine Runde normalen Stream mache und nicht eine Serie streame, sondern einfach nur ganz normal durch regulär streame und durch Lava ein bisschen Mucke höre, dann würde ich vielleicht mal über so eine deutsche alten Themen reden. About Eli hijacking Sol Azerbus. We know how he got it moving. It was Emmerich. He used the kids in the staff living quarters to carry out his repairs. We got the details on tape. You're gonna wanna hear this. Huey schon wieder, ey. Der ist aber jetzt schon, wo kann der Vogel, wa? Schmeiß sie von der Meisterbase und lass sie von den Heinen verfüttern, ganz ehrlich. Please select a mission. Unit dispatched. So, haben wir noch ein paar Nebenquesten. Ja, da ist was. Please select a landing to Central Africa. Ach ja. Ja, wenn wir uns mal die Tapes gleich anhören, während wir hier die krasse Infanterie fertig machen. Boss, I've updated the mission list. We've received some new job offers. The details are on your iDroid. Ja, wie gesagt, Luki, ich mach mal nachher ein Foto. Ich sehe privat rüber von der Lampe. Aber wenn du so nicht kriegen solltest, wenn ihr bei euch in Österreich auch ein Netto habt, und du mal ein Discount gleich Angebote habt, wenn ja, rate ich dir, gönn dir auf alle Fälle zwei Lampen. Den Schatten, den du wegkriegst. Ich weiß aber, Netto auch online verkauft, ne? Ich muss mal online mal gucken, aber ich schick's jetzt nachher mal. Online! Online! Die haben Online-Shop. Das easy Glück. What was your goal in having the children repair Sahalanthropus? I just answered their questions. I had no idea they would actually try to fix it.
I mean, can you imagine a child piloting it? Oh, sure, easily. It wouldn't work. Well, I bet it's just like riding a bike. I said it didn't work. It... Did you try? I didn't. Did you put your son in it? We never did that. His name was, Hal. Well, that's the target. You said you never saw his face. But you made him pilot Sahelanthropus. You used him in your experiments. He wanted to get in. It was such a short time we had. So he was with you. We were happy. You're still happy now. Changing your lies to suit the listener and getting by slipping through the cracks. Building layer upon layer of convenient stories until nothing means anything to you anymore. You're happy all the time because you don't even notice you're doing it. Think hard. Who are you really? You're not a victim and you're not the silent majority. You're a perpetrator and a petty hypocrite. The real world doesn't make you suffer. It's the other way around. Hey, Tyler, what's going on? Almighty Fatai! Das muss so die Jugendgespräche heutzutage sein. So, erstmal abchecken, wie hart der Bursche ist. Bevor ich ihn abgebe. So, ein paar ein bisschen Schlag abtauschen und ja, ist korrekt, Digga. In Ordnung. Ich bin dafür zwei für so eine Scheiße. Jetzt hier, mit dem ich mit meinem Gleichgesetzten als Zahl rede, ist, oh, was gibt's denn bitte zum Mittagessen? Ah, oh, keine Ahnung. Ach, oh, ja, Goni. Mal selber, ja, ja. Einfach teurer, war. Damals vor 10 Jahren hast du für 50 Euro ganz Einkaufswagen voll gehabt. Heute hast du für 50 Euro noch nicht mal Viertelwagen voll. Bin wirklich alt geworden, Mann. Was ist denn mit den beiden Spinnern? Hau doch mal ab! Ihr gebt mir voll auf den Sack! Analysis complete. Was willst du denn? Komm mal ran hier, Junge! Bist du da drin? Bam! Ich bin tot. Du bist so ein Spaß.
Ja, killt mich doch einfach alles, ist doch in Ordnung. Ja, wir sollten das stören. Oh, Scheiße. Ja, das macht schon Sinn, ne? Sau, Alter. Das ist ja nicht wahr, ich bin tot. Könnten wir alle mal gern haben, ne? Ganz ehrlich. Komm, 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 komm näher ran. Komm. Komm. Jetzt komm endlich her. Du dummes Schwein. Komm. Danach brauche ich noch einen Typen. Das ist also easy. Das wird wieder ein Schleichspiel. Scheiße. Bin hier verkackten Lutschmörser, Alter. Richtig, Schaden tut nicht weh. Schaden hört ab. Boah! Boom, Soldat!
das glaub ich. Bei dir. Hau ich da mal eine rein, Junge. Ja, 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 man kennt nicht die Scharfschützen, Scharfschießen mit Schrotflinte. Ich glaube, ich hier vor deiner Nase den Mörder, du kannst nichts dagegen machen, du Affe. Was hat hier? Oh nein, 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 oh. Dein Ernst, ne? Ey, hätte der mich jetzt mit der Radar noch gekillt, ich wäre ausgeflippt, ne? Oh, ich bin mehr als rot, Alter, ich bin so übelst tot. Weil die mit noch am seidenen Fahren. Ja, einfach aus Prinzip. Weil ich Bock drauf hab, einfach mal abreißen die Hütte. Da, Battlefield, das ist deine Frostbite Engine. So zerstört man Gebäude und ich mit eurem neuesten Battlefield-Ableger. Komm, so nach Hause hier. Meine Herren. Paradox, ein durchsichtiges Feuerzeug. Können wir eigentlich auch durchsichtig? Ja, auf jeden. Geil. Extraction arrived at Mother Base. Ach, Greenscreen ist mal eine schöne Sache. Das Lustige ist ja, es wurde ja von Loki mal erwünscht, dass ich mal ein Metal Gear Cosplay machen soll. Das Problem, was ich jetzt aber hierbei sehe, ist, wie soll ich das machen? Wie soll ich ein Cosplay machen, wenn ich doch eigentlich, wenn ich Snake cosplayen soll, Tatsache, Tarnklamotten brauche. Heißt, ich müsste einen Stream machen ohne Greenscreen, was eigentlich gar nicht möglich ist bei mir mittlerweile mit meinem Rig. Mein ganzer Körper wäre einfach durchsichtig. Ne? Wenn es jetzt zwar die perfekte Tarnung und ich würde mit deinem Geo verschmelzen, im wahrsten Sinne, aber man würde Tarnklamotten halt nicht sehen, ne? Genau, Pinky Camo, genau, oder? Pink Camouflage. Weather will clear shortly. Gut, so eine Mission noch machen könnten. Die kannst du ja nicht. Das klingt gut, das machen wir. Machen wir. Ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt ein kleines. Vor zum Bereich. Ja, okay, die Farbe von dem Gizeh-Plättchen ist schon ziemlich knallig, wie den Greenscreen ist schon voll. Ah, ich weiß es ja gar nicht. Steck dir den Splitter am Kopf. Ich einfach in der Wand, reicht auch. Einfach schon Watt mit dem. Passt. So, während wir das machen, können wir ja mal Turmbad hören. Face, real name unknown. Born in Hungary, more specifically northern Transylvania, after it reverted to Hungary from Romania. While he was young, the country allied with Germany as part of the Axis powers, but later during the war, it came under Soviet occupation. The Hungarians struggled for independence, but the Soviets came down hard.
Just like he said, time and again, the country was ruled by a foreign tongue. When he was a young boy, he lost his native language, the bedrock for any developing child. His country, his family, his face, his identity, everything was stolen from him. All he had left was his skull. Skullface first tried his hand at espionage during all the chaos from the war. Agents, military officials, and soldiers who operated out of Hungary during the war vanished over the course of several months. This Soviet spy hunt rocked the counter-intel world. Mysterious fatal illnesses, accidental deaths, drownings, people having strokes behind closed doors. Just like Stalin, no one knew who was behind it. But all you need to do was look for who had the motive. They were all taken out by a man without a face. And now we've got an idea of how he did it too. He got revenge for his people, but he wasn't finished. Skullface defected to the West, eventually ended up with the SAS. That should enable you to sneak past enemies. He began planning this whole thing back then. It's hard to say. In any case, Zero made him his XO. He always did have a thing for oddballs. But this one was set to lead a unit no one else would know about. When Zero created Fox, he also formed XOF as a support team. An unconventional special forces unit designed to support Fox, make it stronger, with Skullface given the orders. Zero never even told the boss about it, nor the CIA, naturally. If Fox was Zero's silver bullet, XOF was the recoil when he pulled the trigger. Just like Newton's third law. While you were with Fox, Skullface was operating behind the scenes. Sometimes as your backup, sometimes as a mole or a scout, sometimes as your cleanup crew. Fox's tail, making sure the mission succeeded and that you survived. We only have his word to go on, but Skullface's goal was revenge against those who abused Boss, him. That's a serious injury. It won't heal on its own. You'll need to treat it with first aid. ...by forcing a new tongue on them. Alter Falter. ...the power of language to control information. Naturally, that set his sights on Zero. To Zero, English was simply the most convenient code. But to Skullface, English was a parasite. You gotta extract him. He'd stop the world from being eaten away. If that didn't work, he was ready to see the world scorched by nuclear fire. To save language, culture, and race from annihilation, he was willing to overstep the hands of the Doomsday Clock. That is, of course, if you believe anything he had to say. Warum bin ich so grau? Ich hab meine Farbe verloren! Lol. Hä? Was ist denn wieder Farbe? Ich wollte gerade sagen, hä? Was ist denn da los? Ich lief mein Mikrofon. Warte, im Ernst? Ich krieg gar nicht mit. Hm. Vielleicht riecht mein Mikrofon gut. Ich keine Ahnung, ohne Scheiß krieg ich gar nicht mit. Nehmen wir es Tick. Bei Panzer? Und bei der weit weg, ich hört man wieder ein Panzer ran.
Oh, kurz klauen. Schön leckere neue Panzer, sehr schön. Bei Brauchung. War ein Sniper, du? Oh, Rede. Gehört? Bleib still, du Sack! Wir haben dafür Kontakt! Ich krieg dich! Bam! Ein Nackenschlag! Bam. Ich finde den Faustschlag so geil. Eine schön geliehene Metallfaust ins Gesicht. Epochel rauf. Oh, geil, okay, ich hab's hier mal eine Kuppe gemacht. Das war so ein Münztee rauf. Alter, gar nicht geil, Moment. Was, ein Eistee? Da könnte ich klugscheißern. Das ist dabei so wie kein Koffein, das ist Tein, wenn dann schon. Hat zwar dieselben ähnlichen Eigenschaften, sind aber zwei völlig verschiedene Produkte. Oh, aber die Riecher hätte? Hab ich ja immer richtig fett klug geschissen, Alter. Oh, der Beef, Junge. Nachdem ich jetzt ein Large Layout hab hier, würde ich ganz gerne. Oh, was haben wir Feines? Was ist da los? Hol mal in Ruhe da. Hier und hier noch da hinten, wa? Wupp. Ja, kannst du machen. So, ich suche mir selber aus. So, tschüss. Extraction arrived at Mother Base. So. Ja, wir haben uns Zwickers immer noch reinhören müssen. Na, das machen wir ein andermal. Denn es ist schon spät und ich muss jetzt noch einen Feierabend machen. So, dann beginnen wir mit der Abmoderation. Dann würde ich euch sagen, wer nicht zu meiner Wirklichkeit verpassen möchte, den würde ich ganz, ganz dringend raten, ein Follow dazulassen. Ja, übrigens, by the way, ja, alles, was ich hier streame, wird auch bei YouTube hochgeladen. Ihr findet sowohl unseren Discord-Link als auch unseren YouTube-Channel. Unten in meiner Infobox, da müsst ihr auf den Infobutton draufklicken und da ist beides eingeblendet. Einfach auf die kleinen Bildchen draufklicken, wo ihr hin wollt und dann werdet ihr instant easy hin verlinkt.
Im Discord sind wir eine kleine Gemeinde, ja, von lustigen Typen, mit denen wir uns gerne unterhalten können, wenn ihr wollt, oder ihr euch unterhalten könnt, wenn ihr wollt. Ja, und ansonsten, like I said before, also das Spiel wird da hochgeladen, solltet ihr was verpasst haben, könnt ihr das da gerne wieder nachschlagen. Und ja, dann würde ich sagen, habt noch einen wunderschönen Abend, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, hat mir mega Spaß gemacht und danke an alle, die zuschaut haben. Ich sehe gerade durch Zufall, weil ich gerade hier ausmachen bin, sehe ich dann immer die Viewerlist erst dann. Ich habe fast 8 Zuschauer konstant gehabt, also kommt an alle, die eingeschaltet haben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Euer Tanky. Tschüss.